So, ihr Lieben, ich habe so lange mit diesem Video gewartet, weil ich nicht wusste, wie ich es genau machen will. Jetzt habe ich einen Weg für mich gefunden. Es gibt den großen Cookie Dough Test. Und ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich. Cookie Dough ist in aller Munde. Cookie Dough ist in meinem Mund und hoffentlich auch in eurem, also auf Deutsch Keksteig. Ich liebe Keksteig über alles. Es ist für mich so totale Kindheitserinnerung. Und als ich glaube, es ist nicht umsonst Ben Jerry's Cookie Dough die beliebteste Eissorte mit von Ben Jerry's, vor allem hier in Deutschland, die meistgekaufteste oder dann auch Half-Baked, wo ja die Hälfte an Mix ins Cookie Dough ist. Und ihr wisst, dass Half-Baked zum Beispiel auch meine Lieblings-Eissorte ist und da ist Cookie Dough drin. Und zwar der typische Ben Jerry's Cookie Dough. Und wenn ihr jetzt mal ganz genau hier hinschaut, dann seht ihr vielleicht auch schon was. Ich gehe gleich genau darauf ein, was ich hier habe. Ja, ich bin in Deutschland. Ich habe mir diesen Ben Jerry's Keksteig, den ihr da seht, aus den USA mitgebracht, weil wir testen heute 6 verschiedene Cookie Dough Sorten. Die sind alle aus den USA. Ich hoffe auch, dass es die alle irgendwann mal hier geben wird. In Deutschland gibt es ja noch nicht so eine große Auswahl, deswegen gibt es erstmal dieses Video und ich glaube, die Amis wissen doch einfach, wie es geht. Ich hoffe es doch zumindest. Es ist was für Veganer dabei, es ist was für Nicht-Veganer dabei, es ist was Billigeres, was Teureres dabei, aber generell ist Cookie Dough schon immer eher teuer, wenn ihr nicht selber macht. Deswegen, ja, ihr könnt auch gerne auf meinem Blog vorbeischauen, da habe ich einige Rezepte auch für gesunden Cookie Dough vor allem, den man als Eismix innehmen kann, den man aber auch so essen kann, löffeln kann. Schaut da gerne mal vorbei, aber jetzt, das verlinke ich euch unten drunter, jetzt geht es aber hier um diesen Cookie Dough. Und jetzt gehen wir genau darauf ein, was wir haben. Also, ich habe natürlich aus den USA, habe ich ja gerade schon angesprochen, den ganz klassischen Ben Jerry's Chocolate Chip Cookie Dough mitgebracht. Das ist der, den es, ja, in den USA gibt, so zu kaufen im Laden. Auch noch nicht so lange, erst seit letztem Jahr. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Video erinnert, was ich dazu gemacht habe. Es gibt den in Deutschland noch nicht, aber ich hoffe so ein bisschen, dass er nach Deutschland kommt. Wer weiß, was der Ende des Jahres noch kommt. Ist nur eine Vermutung. Mal gucken. Wäre geil auf jeden Fall. Weil, ja, da steht auch Keep Frozen. Natürlich, das Ding habe ich im Koffer transportiert. Es ist aufgetaut. Das heißt, es sieht nicht mehr ganz so aus, wie man es vielleicht neu im Laden kaufen würde. Es ist so ein bisschen so ein Klumpen geworden. Aber man sieht die Stückchen noch und wir kommen gleich zur zweiten Sorte. Ihr seht hieran, dass die wirklich, wirklich groß sind, die Cookie Dough Chunks. Also so, wie sie auch wirklich in einem Ben Jerry's meistens sind. Der absolute Hammer. Und ja, ich habe den halt hier mitgenommen, um Eismix ins draus zu machen. Vor allem dafür, ich snack den gar nicht unbedingt so. Ich nehme den wirklich hauptsächlich dafür, um ihn ins Eis reinzumischen. Also das ist der Ben Jerry's Cookie Dough. Dann haben wir... Aber vielleicht machen wir das einfach jetzt so. Ich gehe auf alles gar nicht groß ein. Ich sage ganz kurz, das ist der Ben Jerry's Cookie Dough Classic. Das ist der Peanut Butter Cookie Dough. Es gibt auch noch den veganen, den habe ich leider immer noch nicht gefunden. Aber jetzt, wenn ich im Sommer wieder da bin, sicherlich. Cookie Dough von The Cookie Dough Café. Vegan Cookie Dough von Hail Mary. Ich liebe Hail Mary. Da hinten. Ich hole es mal kurz hoch. Da vor allem diese Cups, die es davon gibt. Das ist nämlich alles roh vegan sogar. Nicht nur vegan. Dann habe ich hier auch noch Rohvegan Keksteig von einer Firma, da ist er, so eine Rolle, die ist riesig, die heißt Capellis oder so, von Whole Foods ist es, also da habe ich die Packung leider nicht mehr, ich habe die ganze Zeit aufgehoben und jetzt ist sie weg, das ist so richtig typisch, immer im Regal gesehen, dachte ich, muss dieses Cookie Dough Video noch machen, so ein halbes Jahr ungefähr und jetzt ist es weg, was soll's. Ich habe übrigens den ganzen Cookie Dough eingefroren, das geht nämlich super mit Keksteig. Also ihr könnt den immer einfrieren, dann hält er sich ewig. Und das hier ist von dem legendären Dough, Cookie Dough Café in New York. Ihr Foodies kennt es sicherlich. Und zwar habe ich den Brookie Dough geholt und den glutenfreien davon. Das ist Brownie und Cookie Dough Keksteig gemischt. Und ich habe alle auch schon so ein bisschen genascht, aber wir machen das jetzt in dem Video natürlich nochmal zusammen. Und ich werde euch die Nährwerte jeweils einblenden. Jetzt ist hier erstmal der klassische Cookie Dough von Ben Jerry's. Ich zeige euch das einfach ganz kurz. Das ist der Spruch. Ihr könnt euch gerne auch das Video dazu anschauen. Da gehe ich jetzt nicht so tief drauf ein. Hier sind die Zutaten. Ganz kurz, dass wir es im Vergleich so ein bisschen machen können. Weizenmehl, brauner Zucker, Butter, dann kommen schon die Chocolate Chips, ein bisschen Eggs, also flüssige, pasteurisierte Eier, Molasse ist ein bisschen drin, ein bisschen Vanilleextrakt. Genau, also so ganz grob. Hier sind die Nährwerte, 28 Gramm, 110 Kalorien, ziemlich genau 400 Kalorien auf 100 Gramm. Ja, der Kostenpunkt sind hier so ungefähr 5 Dollar. Ist immer auch im Angebot, deswegen variiert das so ein bisschen. Dann probieren wir den doch mal zuerst. Jetzt habe ich es natürlich vertauscht. Aber ich weiß ja, wie die aussehen. Also der klassische Ben & Jerry's Cookie Dough, der auch in jedem Cookie Dough Eis drinnen ist.
wird probiert. Mhm. Und der schmeckt original wie der Keksteig von Ben Jerry's. Richtig schön zuckrig. Ja, wenn ihr Ben Jerry's Cookie Dough Eis kennt, das ist das aber pur, ohne das Eis ringsrum. Jetzt die Erdnussvariante davon. Und auch dazu habe ich schon ein Video gemacht. Wir schauen ganz kurz auf die Zutaten, die ähnlich sind. Aber hier ist die zweite gleich schon Peanut Butter, also Erdnussbutter. Danach kommt dann der Zucker, dann der braune Zucker. Also die zweite Zutat hier ist Erdnussbutter, sehr cool. Haben wir Vanilleextrakt drin, Erdnussmehl sogar, Erdnussextrakt. Also sollte erdnussig werden auf jeden Fall. Hier keine Malz, keine Malzsachen. Gleiche Nährwerte wie beim anderen, auf Kalorien bezogen zumindest. Den Rest blende ich euch wieder ein. Und gleicher Preis natürlich. 227 Gramm sind übrigens drin in den Ben Jerry's Snack Cookie Dough. Ich hoffe wirklich, dass die zu uns kommen. In der Farbe sieht man gleich, der ist wirklich viel orangener, erdnussbuttriger, brauner irgendwie. Und die Chocolate Chunks sind auf jeden Fall auch drin. So geil. Ihr wisst ja vielleicht, dass Tonight Dough von Ben Jerry's mein Lieblingseis ist. Mit und Peanut Butter Half Baked. Weil das ist genau dieser Keksteig, der da drin ist. Absolut der Hammer. Ich liebe ihn. Und ich bin eigentlich gar nicht so ein Erdnuss-Fan, aber in diesem Keksteig ist es der Hammer. Es ist so richtig schön zuckrig, man hat die zuckrige Konsistenz, es ist weich. Also der ist wirklich auch dafür gemacht, den zu snacken, wenn er gefroren ist. Der wird sonst zu weich. Jetzt was ganz anderes. Der ist tatsächlich nicht fürs Gefrierfach gedacht. The Cookie Dough Café. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall auch aus den USA. Habe ich in den USA gekauft und mitgebracht. Aber dann sofort eingefroren, dass es sich noch hält. Hier steht Eat it, don't bake it. Natürlich kann man es auch immer backen. Aber der ist sehr, sehr flüssig. Aber er schmeckt mir sehr gut irgendwie. Ihr seht, ich habe da schon einiges von gegessen. Aber der ist wirklich sehr, ja, also der ist wirklich richtig zum Löffeln. So ein bisschen wie Spooning Cookie Dough ungefähr. Sogar noch weicher. Ihr seht es auch schon, wie der hier verläuft. Und der ist, wie gesagt, nicht zum Gefrieren gedacht. Wir schauen natürlich nochmal ganz kurz hier auf die Nährwerte. Auf 100 Gramm sind es 300. Das ist sehr selten, dass in den USA was auf 100 Gramm ist. Aber wahrscheinlich, weil das Serving Size hier genau 100 Gramm sind, genau. 360 Kalorien, also ein bisschen weniger. Auch wieder Weizenmehl, die erste Zutat. Niacin. Na, der braune Zucker kommt erst ziemlich weiter hinten. Dann kommt die Butter. Ich sehe keine Eier. Ja, keine Eier. Aber ja, wenn der roh gegessen wird, ist es auch immer schwierig mit Eiern. Auch sie sind pasteurisiert wie hier. Ja, ich würde sagen, wir probieren es. Ich habe ihn euch ja gerade schon close-up gezeigt. Anders total zuckrig, auch von der Konsistenz. Aber eher, na, stellst du bitte scharf. Aber sehr, 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 sehr weich. Also es ist fast schon wie so ein Joghurt, wie so ein Pudding. Natürlich super süß und zuckrig. Ich mag den vom Geschmack total gerne. Er hat so ein bisschen irgendwas ganz leicht Chemisches dabei, aber total angenehm. Komisch zu beschreiben, chemisch, aber angenehm. Aber ich mag ihn. Also doch, gefällt mir sehr gut. Und hat auch Chocolate Chips drin. Jetzt kommen wir zu den, vielleicht kommen wir erst noch zu Dough. So der König, weil dieses Ding, ich weiß gar nicht, wie viel Gramm drin sind, keine 200 Gramm, würde ich sagen, hat einfach mal $10 gekostet. Und als 227 auch, wie beim Ben Jerry's, okay doch, 227 sind drin, da unten steht's. Ja, wie schon gesagt, das Ding, es war richtig teuer und es ist der Laden in New York, der Manhattan ist und da weiß ich noch, da war ich vor 2-3 Jahren, da wollte ich rein, ein Video für euch machen und es war so eine lange Schlange, dass ich mir dachte, nö. Nein, danke. Das ist es vielleicht nicht wert. Und jetzt probieren wir mal, ob es wert ist, den Hype. Cookie Dough. Also Brownie und Cookie Dough in einem. Optisch sieht es toll aus. Man sieht es richtig, dass es Cookie Dough sein soll. Ne. Also es ist echt nicht wert. Ich habe den schon ein paar Mal probiert, aber jetzt im Vergleich kommt es mir erst. Sieht toll aus. Sieht wirklich toll aus, finde ich. Aber der schmeckt total chemisch. Und zwar ganz anders chemisch als der. Der schmeckt nicht chemisch. Vergesst es wieder, das hier schmeckt chemisch. Ich weiß nicht, was es ist. Die Zutaten sehen wir hier leider nicht. Ich werde euch die einblenden, die sind ja online. Man kann sie auch backen, steht drauf. Schade. Also ich habe in dem Laden auch schon die ganz crazy Sorten auch. Sprinkled, sonst was alles probiert. Die haben auch gute Sorten, aber das kann ich euch leider nicht empfehlen. Ich weiß nicht, ob es am glutenfreien Mehl vielleicht liegt. An sich kann es aber eigentlich nicht sein, weil ich alle möglichen alternativen Mehl eigentlich total mag vom Geschmack. Also ist ein bisschen komisch. So,
Jetzt kommen wir zum letzten, zu den beiden Veganen. Und ich denke, ich fange mit normal vegan an und gehe dann über zu rohvegan. Und das sieht schon fast eher wie so ein Keks aus. Wir schauen dann gleich mal, was da drin ist. Weshalb der auch so ein bisschen anders ist. Dieser hier ist, ich weiß gar nicht mehr, welche Basis das ist. Werde ich auch einblenden, aber ich glaube, es war auch irgendwas mit Kokosmehl. Aber der sieht doch sehr, ja, das habe ich gerade festgeklebt da und mit anderem Cookie Dough, nicht wundern. Aber ich finde, der sieht auf jeden Fall sehr nach Cookie Dough aus. Definitiv. Und ich weiß es gerade echt nicht mehr 100%, aber ich muss echt sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass der auf Kokosmehlbasis ist, weil er hat so einen leicht kokosigen Eigengeschmack. Ich mag den total gerne. Ich liebe diesen Keksteig. Ich habe mir davon schon, ich glaube, ich habe schon 2 Rollen verputzt und die sind wirklich schwer. Die wiegen so 350 Gramm oder so. Und die Nährwerte sind auch so um die 350 Kalorien auf 100 Gramm. Ist auch eher ein bisschen leichter und eben vegan. Bei Whole Foods super, super teuer. Ich glaube, $13 oder so. Also, aber der hält auch lange, sehr lange. Schreibe ich mir immer so eine Schneide ab. Schneide ich mir immer so eine Scheibe ab, hier oben. Und roll mir dann daraus Kügelchen und mache die ins Eis als Mix-In. Also den mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Capellis oder so heißt die Firma. Wenn ihr mal in den USA seid, das ist es echt wert. So, und jetzt kommen wir noch zu Hail Mary. Und ich liebe diese Firma. Ich habe damals zum ersten Mal von denen die Kokosnuss-Cups probiert und die gibt es in Schoko, in Espresso und in Lemon. Und Lemon waren die ersten, die ich probiert habe. Ich liebe sie einfach nur. Klar, die sind super kaloriendicht. Hauptzutat ist hier Kokos. Deswegen denke ich auch in dem Cookie Dough. Wir schauen gleich mal. Habe ich auch bei Whole Foods gekauft übrigens. Ist auch nicht so günstig. Ich glaube, bei so 6 Dollar, glaube ich, habe ich bezahlt für den. Ich finde es aber richtig lecker. Und jetzt gucken wir mal, was eigentlich gemacht ist. Hail Mary's Chocolate Chip Cookie Dough. Ich habe natürlich versucht, Chocolate Chip irgendwie immer dabei zu haben. Auch wenn manche Varianten von Chocolate Chip sind, aber jetzt nichts mit Birthday Cake oder so. Was ich übrigens sehr liebe. 130 Kalorien auf 25 Gramm. Das ist hier Maple Syrup, also gar nicht irgendwie Mehl. Die zweite Zutat dann erst, und zwar Mandelmehl, nicht Kokos. Ich habe falsch gesagt, aber danach kommt schon die Kokos. Und zwar so Shredded Coconut. Also geraspelte, deswegen denke ich, wird man die auch so gut rausschmecken, auch von der Konsistenz her. Dann kommen die Chocolate Chips und ja, die anderen Zutaten seht ihr, Vanille ist auch hier drin. Ich bin richtig gespannt. Der sieht gar nicht so doughy aus, aber vielleicht auch einfach, weil er größer ist. Sieht's super. Oh, 3-Sekunden-Regel. Ha! Einfach, weil er größer ist. Ich habe ihn so rausgenommen, wie er in der Packung war. Das ist echt so ein richtiger Klotz irgendwie. Boah, und was für ein leckerer Klotz. Holla, die Waldfee. Also ihr müsst Kokos mögen. Ihr seht es ja richtig, diese Konsistenz von diesen Kokosraspeln. Aber ich finde ihn richtig gut. Es ist mehr fast schon so, es ist schwer zu beschreiben. Schmeckt so ein bisschen fast so wie Kokosmakronen. Nicht ganz so stark natürlich nach Kokos. Aber und schön zuckrig trotzdem. Und der ist wirklich gut. Ganz anders als die anderen. Aber nicht schlecht. Ja, so viel zu diesem Cookie Dough Test. Mich würde es wahnsinnig interessieren, was, entweder habt ihr ein richtig gutes Cookie Dough Rezept zum Selbstmachen, was ohne Eier ist, was man reinmixen kann, gerne auch vegan. Oder ihr sagt, der Cookie Dough, entweder aus den USA, weil ihr sie auch schon probiert habt, den fandet ihr gut. Vielleicht habt ihr auch Tipps, welche anderen von Dough noch gut sind. Vielleicht habt ihr sogar schon den veganen Ben Jerry's probiert, den ich leider noch nicht gefunden habe. Nur super überteuerten Scoop Shops habe ich da nicht eingesehen. Vielleicht kennt ihr noch andere gute aus den USA, die jetzt nicht dabei sind. Sagt mir Bescheid. Und aus Deutschland natürlich sowieso. Also ich habe hier schon vom Cookie Dough Café probiert, natürlich Spooning Cookie, das ist ja Spooning Cookie Dough, entschuldigt. Spooning Cookie Dough habe ich probiert. Ich habe Oh My Dough probiert, was absolut lecker ist. Es ist so ein bisschen in die Richtung geht es, auch von der Verpackung her, aber vor allem auch von der Größe und auch von der Konsistenz her ein bisschen minimal härter sind sie, aber es ist auch eher so ein weicher Cookie Dough zum Löffeln. Und was habe ich hier noch probiert? Ich habe von Spooning noch, natürlich, da gibt es auch diese Mixe, die man bei Netto kaufen kann. Und es gibt noch so eins, was ich neulich bei Penny entdeckt habe. War runtergesetzt, fand ich aber trotzdem noch relativ teuer. Ich denke mal, das ist so ein bisschen eine Nachmache jetzt von Spooning Cookie Dough zum Selbstmachen. So sieht's aus. Könnt ihr ja auch mal sagen, ob euch das interessieren würde. Sweet and More. Scheint irgendwie aus einem anderen Land zu kommen. Was ist das für eine Sprache? Ja, auf jeden Fall. Sagt mal an, ob euch das auch interessieren würde. Mal zu ein paar deutschen Sachen, aber so viele gibt es ja hier gar nicht. Ja, so viel jetzt erstmal dazu und lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn euch sowas, solcher ein bisschen irgendwie Ice Cream related, also Videos, die was mit Eis zu tun haben, aber nicht
exakt Eis sind, auch interessieren, schreibt es drunter. Da mache ich das mal öfter. Ich bin ja auch bald wieder in den USA. Mitte August geht's hin. Und dann sehen wir uns dann. Däumchen und Abo nicht vergessen, ihr Lieben. Tschüss!